Ja, vielen Dank, Thomas, für die nette Einleitung. Ich freue mich erstmal, dass der Raum so gut besucht ist, trotz des guten anderen Vortrags über die KI. Hätte mich selber auch interessiert, also ich wäre wahrscheinlich im anderen Raum da drüben. Aber jetzt seid ihr hier, jetzt müsst ihr eine Dreiviertelstunde mit mir vorlieb nehmen. Ich bin das erste Mal als Speaker hier auf der OSMC, war natürlich schon öfters als Teilnehmer da, als Netwisted-Mitarbeiter ist das, denke ich, klar. Und spreche heute eben über was uns das letzte halbe Jahr bei Netways, insbesondere in meiner Abteilung, dann speziell beschäftigt hat. Und zwar geht es da um das Thema Software-Defined Networking und insbesondere natürlich zur Monitoring-Konferenz auch das Monitoring davon. Bevor ich starte, natürlich möchte ich mich kurz vorstellen, wer ich bin. Mein Name ist Sebastian Sellmann. Ich arbeite für Netways in der Rolle als Head of Managed Services. Das ist quasi ein Abteilungsleiter für die Hosting-Abteilung. Bin 33 Jahre alt und bin mittlerweile seit 8 Jahren bei Netways. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Und ich denke, Netways selber brauche ich nicht weiter vorstellen. Wir sind ein relativ bunter Haufen. Aber meine Abteilung, die Managed Services, also die Hosting-Abteilung, die möchte ich dann doch nochmal kurz vorstellen. Und zwar sind es die hübschen Gesichter hier unten. Wir sind ein kleines, aber doch recht feines Team. Und ich bin auch wirklich stolz auf meine Jungs und auch mein Mädel, was leider Richtung Vertrieb jetzt abgewandert ist. Weil wir viel geschafft haben in der letzten Zeit. Und unter anderem haben wir uns eben beschäftigt damit, dass wir eine Transformation momentan durchleben, indem wir unseren alten Stack, der basiert auf Open Nebula, das ist eine Private Cloud, nicht unbedingt migrieren, aber wir haben ein neues Portfolio aufgemacht. Da geht es dann ganz, ganz stark um den Schwerpunkt Self-Service, dass man sich eben an Ressourcen selber bedienen kann. Das Open Nebula, das war damals mein erstes Projekt, das ich bei Netways angefangen habe, also quasi schon fast 8 Jahre alt. Und in 8 Jahren IT ändert sich halt dann doch einiges. Und deswegen ist es auch die Motivation für uns, dass wir quasi da auf eine neue Plattform, die einfach entsprechend flexibler ist und agiler ist. Das hört sich mal ein bisschen anders, würde ich gegen das Open Nebula Projekt irgendwie bashen. Das soll es überhaupt gar nicht sein. Das ist ein super Stück Software, das uns lange gut begleitet. Warum wir OpenStack verwenden, ist, weil da die Software-Defined Networking-Implementation einfach deutlich stärker ist. Und das war dann am Ende auch der ausschlaggebende Grund, auf das Projekt zu wechseln. Jetzt habe ich schon ein paar Mal erwähnt, das Schlagwort Software-Defined Networking, also kurz SDN. Der ein oder andere weiß es bestimmt, was es bedeutet, aber der Nachbar neben einem weiß es vielleicht nicht. Was ist eigentlich Software-Defined Networking? Da gibt es eine relativ theoretische Erklärung davon, und zwar ist es die Trennung von der Control- und der Data Plane. Das heißt, an einem Netzwerkgerät habe ich eine Control Plane und eine Data Plane. Die Data Plane, die forwardet oder routet mir am Ende meine Pakete oder Frames. Und die Control Plane, die steuert es. Und das Prinzip ist bei Software-Defined Networking, dass man die Control Plane wegabstrahiert und die zentral auf einen Netzwerk-Controller zum Beispiel schaltet. Dieser Network-Controller, der dann in der Mitte steht, der hat vermutlich dann eine API und kann dann entsprechend programmatisch und automatisiert werden. Also der steuert am Ende die Netzwerkgeräte, und die Netzwerkgeräte sind eigentlich dumm, in Anführungsstrichen, und bilden am Ende nur noch die Data Plane. Wie man sich das auch vorstellen kann, was SDN ist, das ist ein bisschen ein fließender Begriff, hin zu NFV. NFV ist, weiß nicht, ob das auch jemand gehört hat, bestimmt. Das ist die Network Function Virtualization. Da geht es dann quasi nicht nur darum, dass man einfach nur Netzwerkverbindungen aufbaut, sondern eben auch komplette Netzwerkgeräte virtualisiert. Das heißt, Router, VPN-Endpoints, Load Balancer, also alle Netzwerkgeräte, die ich so traditionell in meinem Rechenzentrum stehen habe, die kann ich eben virtualisieren. Und so kann man sich das auch ein bisschen vorstellen. Das heißt, ich habe quasi ein Trägernetzwerk. Da muss ich jetzt auch schauen, dass meine Kollegen, weil die lachen das sicherlich, weil ich das schon mal erklärt habe mit Overlay und Underlay. Es gibt dann eine untere Schicht, also ein Trägernetzwerk, da spricht man vom Underlay-Network. Und es gibt eben ein Overlay-Network, was quasi oben drüber ist. Und im Prinzip verhält sich das ähnlich wie bei Virtual-Maschinen auch. Das ist ja heutzutage Standard, dass man den Server halt reinstellt und Projekte oder Kunden voneinander isoliert, indem man sie in VMs packt. Und das gleiche Prinzip macht man bei Netzwerk auch. Man hat quasi ein Trägernetzwerk, und oben auf dem Trägernetzwerk virtualisiere ich quasi meine isolierten Kunden oder Projekte nochmal. Genau, das hat natürlich ganz viele Vorteile. Bestimmt hat es auch Nachteile, die
die lassen wir einfach mal beiseite. Aber die Vorteile sind, also gerade für uns, dass man halt individuelle Setups fahren kann. Also im Overlay-Netzwerk hat man dann die Möglichkeit, ohne dass man das Trägernetzwerk, also das Core-Netzwerk unten drunter beeinflussen muss, dass man seine individuellen Netzwerkkonfigurationen und Topologien dann eben aufbauen kann, so wie man sie benötigt. In unserer alten Welt, sage ich mal, da hat ein Kunde, der bei uns gehostet wird, der bekommt intern ein internes Subnetz, bekommt dazu ein VLAN und bekommt ein externes Subnetz mit einem externen VLAN. Also das ist so unsere Struktur. Und sobald ein Kunde aber daraus ausweichen möchte und er sagt, ja gut, ich hätte aber gerne jetzt 5 interne VLANs, dann weicht es unseren Prozess ein bisschen auf. Und wir müssen am Core-Netzwerk eventuell Firewalls mit reinhängen, die Netzwerkkonfiguration ändern. Und das ist alles nicht so schön, weil man halt jedes Mal für Kundenwünsche am eigentlichen Core-Netzwerk, wo man eine andere Idee eigentlich verfolgt, konfigurieren muss. Deswegen ist es für uns super. Der Self-Service-Gedanke natürlich, dass man sich selber bedienen kann. Man hat außerdem ein sehr intelligentes Netz. Das bedeutet, dieser Network-Controller, der weiß natürlich, wo welches Gerät verbunden ist, wo welcher Traffic auch langfließen darf oder soll oder gerade auch fließt, je nach Implementation eben. Und das bedeutet, dass man so einen Controller vermutlich auch weiter nutzen kann, damit man ihn zum Beispiel als Service Discovery verwendet, um zu verstehen, ah ja, da hinten läuft jetzt gerade meine VM und die muss ich in irgendeinem Service quasi verfügbar machen. Also ich kann da eigentlich noch viel mehr drauf rauf oder oben drauf aufbauen. Und natürlich ist die Geschwindigkeit, die hauptsächlich durch die API zustande kommt, ein Riesenvorteil. Also man ist super schnell im Erstellen von Netzwerken und das möchte ich jetzt eigentlich auch noch mal kurz zeigen. Ich habe einen ganz kurzen 30 Sekunden, das sei mir bitte gegönnt, eine Werbepause. nws.netways.de, das ist unser aktuelles Produkt. Da kann man sich auch einen OpenStack-Zugang bei uns entsprechend holen. Da kann man ein bisschen was dazu lesen und hier unten, wenn man diesen orangenen Button drückt, dann hat man quasi einen OpenStack-Zugang und kann dann eigentlich auch schon loslegen. Und jetzt ist die Werbung auch schon zu Ende. Ich habe natürlich hier schon was vorbereitet, also ich habe meinen Zugang natürlich. Schauen wir mal. Oh Mann, vielen Dank. Das ist das OpenStack Horizon Dashboard. Ich weiß nicht, wie viele kennen das? Also wie viele verwenden selber OpenStack? Einige, das ist cool. Also ist ganz klassisch. Jetzt ist nichts weiter Spektakuläres. Man sieht hier, dass da bereits schon eine Instanz läuft, also eine von 10 in meinem Quota. Ich habe RAM, ich habe CPUs. Ja, ist halt Cloud. Ne? Das ist auch nicht das Thema, sondern das Thema ist der Software-Defined Networking. Und das ist hier unten. Ich habe hier Netzwerke, die ich anlegen kann und verschiedene andere Gruppen. Also ich sehe, dass hier jetzt schon Netzwerke angelegt sind. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel über Create Network ein neues Netzwerk hinzubauen. In dem baue ich dann noch ein Subnetz rein mit einer eigenen IP-Adresse. Das spielt auch keine Rolle, ob die überlappen sind. Also ein anderer Kunde kann den gleichen IP-Adressbereich nehmen, weil man selber immer isoliert ist in seinem Space. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ich kann natürlich dann diese Netzwerke oder Subnetze mit Routern zusammen verknüpfen. Also wie man es halt normalerweise so auch in der echten Welt machen würde. Ich kann Security Groups regeln, das sind Firewall-Regeln im Endeffekt. Ich habe Load Balancer, ich habe VPN-Endpunkte. Also ich kann quasi hier mich im Netzwerk eigentlich self-service-mäßig austoben. Ich habe jetzt hier, was ich jetzt auch gerade zeige, die grafische Oberfläche, da kann ich natürlich drücken. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich habe einen Terraform-File hier vorbereitet. Das zeige ich auch gleich mal, das dauert nur einen kurzen Moment. Deswegen starte ich es jetzt erstmal schnell an. Genau, und während es rumpelt, zeige ich mal das Terraform-File dazu. Ich schaue mal, ob es wirklich rumpelt. Ja, legt los. Was ich jetzt hier mache, ist, ich habe einen Terraform, ist denke ich für fast jeden ein Begriff. Ich habe hier oben einen Provider, also meinen OpenStack mit meinen Credentials in meiner Testing-Umgebung. Und hier lege ich jetzt quasi Ressourcen an. Also das ist relativ übersichtlich, denke ich. Die erste Ressource ist meine VM, die nennt sich OSMC, die ich jetzt anlege. Und die OSMC-VM, die befindet sich jetzt in einem OpenStack-Network, was auch OSMC heißt. Das lege ich hier unten drunter, also quasi ein paar Zeilen weiter unten hier entsprechend an. In dem Netzwerk selber, da lege ich ein Subnetz an, also das ist jetzt in dem Fall 172.16.4.0, das ist, wie gesagt, wahllos. Dann baue ich einen Router mit dazu,
Der Router hat Interfaces, Interfaces zu seinem Public-Netzwerk, zu seinem eigenen Netzwerk und so weiter. Also das spielt jetzt nicht so sehr die Rolle. Also kann entsprechend die Netzwerkports konfigurieren und definieren, also Software-Defined eben. Ich lege am Ende noch eine Floating-IP, also eine öffentliche IP-Adresse auf die VM, die jetzt gerade im internen Netzwerk läuft, hänge ich noch eine öffentliche IP-Adresse mit drauf. Die ist natürlich auch aus dem Pool und wird generiert. Und am Ende sage ich jetzt hier noch, ich möchte Firewall regeln, dass ich per Port 22 auf meine VM komme, als auch ICMP, also damit ich es halt eben pingen kann. Genau. Und was auch ziemlich cool ist, das wusste ich selber nicht, dass es gibt, das ist ein Provider für Ezinga 2, das kommt wohl aus der Community, wenn ich das richtig verstanden habe. Und damit kann ich den Host oder die VM, die ich jetzt halt hier gerade im OpenStack erzeuge, inklusive dem ganzen Netzwerk auch in Ezinga entsprechend anlegen. Also ich lege jetzt hier, wo sieht man es, hier unten. Da habe ich quasi jetzt meine Floating-IP. Die Floating-IP, die wird computed, also die wird von OpenStack mir zurückgegeben und ist hier ein variabler Anteil und dann entsprechend in Ezinga konfiguriert. Das schaut auch ganz gut aus. Also wir haben jetzt hier 13 Ressourcen erfolgreich angelegt. Ich habe jetzt hier auch eine Public-IP-Adresse zurückbekommen. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Fast zumindest. Genau, also ich habe jetzt quasi hier meine VM, auch ja, nicht wirklich spektakulär. Es geht um das Netzwerk. Hier bin ich jetzt quasi mit meiner VM in diesem 172.16.4.2, habe ich jetzt in dem Fall dann bekommen. Ich habe auch ein Default Gateway. Das ist entsprechend der Router, den ich jetzt gerade eben über mein Terraform-File angelegt habe. Und zu beweisen, dass es auch wirklich funktioniert, halt. Installiere ich mir jetzt ein iPerf, das ist ein Benchmarking-Tool, um einfach die Netzwerkstrecke jetzt mal zu messen. Und ich habe eine zweite VM, die war vorhin, wer aufgepasst hat, quasi schon angelegt, bevor ich jetzt meine dazu angehängt habe. Die hängt in einem anderen Netzwerk, die sind über den Router jetzt miteinander verknüpft. Und da kann ich jetzt eine Verbindung hin aufbauen. Also ich gehe jetzt quasi hier in ein komplett anderes Netzwerk, also in ein anderes Subnetz. Das war die 5. Und dann sollte das jetzt eigentlich, hoffentlich, eine Verbindung aufbauen können. Ansonsten muss ich jetzt weg. Ja, da kommt es auch schon. Ist ein bisschen laggy irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich gehe gerade über mein Handy. Funktioniert auf jeden Fall besser wie bei Bernd gestern anscheinend. wo ist er denn? Ja, sorry. Kann ich mir nicht verkneifen. Also was man jetzt hier sieht, ich kann jetzt quasi die andere VM anpingen, beziehungsweise hier Traffic durchschieben. Die Traffic-Varianz, die kommt deswegen, weil wir im Peak 4 Gigabit erlauben und dann nach einer kurzen Zeit dann auf 2 Gigabit drosseln. Also deswegen nicht wundern. Genau. So viel dazu. Dann muss ich natürlich das Ezinga zeigen. Und zwar ist hier meine fubar.com, das ist dieser Ezinga ja, Host, den ich da auch noch gerade mit angelegt habe. Das Coole ist jetzt eigentlich nur, ah ja, da kommt es auch, dass ich jetzt quasi diese Floating-IP jetzt auch hier dynamisch natürlich in meinem Monitoring drin habe. Und das ist auch ein Weg, den wir da als End-zu-End-Strecke quasi monitoren. Also wir haben ein ähnliches Terraform-File, was wir quasi starten. Das feuert dann quasi, oder das testet uns dann im Endeffekt die komplette Strecke. Also das feuert dagegen sämtliche APIs, was OpenStack so anbietet. Legt dann diese VM an, die VM wird dann im Ezinga registriert und Ezinga checkt dann im Endeffekt auch, ob der tatsächliche echte Netzwerktraffic auf dieser VM auch wirklich ankommt. Und wenn ich dann weiß, dass es funktioniert, ja, dann kann ich mich glücklich schätzen und habe damit quasi meinen ersten Part Monitoring dann eigentlich auch schon erledigt. Da möchte ich es nur ganz kurz ansprechen, weil der Michi sich da sehr viel Zeit gemacht hat. Der Michi hat eine Ezinga Vagrant ein Projekt. Der DNS-Michi, den kennt, glaube ich, auch fast jeder. Und der hat das Ganze erweitert, also das findet man hier, um den entsprechenden OpenStack-Provider. Und da beschreibt er auch ganz gut, wie er quasi ein voll aufgeblähtes Ezinga 2 bei uns quasi mit einem Vagrant-Up reinbekommt. Das ist eine ähnliche Demonstration, wie was ich jetzt mit dem Terraform-File gemacht habe.
Wollte ich eigentlich der Vollständigkeit halber einfach mal kurz zeigen. Okay. So, was man jetzt gesehen hat, schaut eigentlich alles super cool aus und relativ einfach. Fürs Monitoring hat man natürlich dann entsprechende Herausforderungen. Also das heißt, ich habe sehr schnelles und dynamisches Netzwerkkomponenten. Also es ist ein Router da, der Router ist wieder weg. Ein Netzwerk mit einer Subnetzmaske ist auf einmal da, dann ist es wieder fort. Also je nachdem, was der Kunde dann auch treibt, tue ich mich natürlich sehr, sehr schwer, da ja, Schritt zu halten. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Perspektiven. Das bedeutet, ich als Cloud-Engineer, ich möchte ja sehen, ob mein komplettes Netzwerk funktioniert, ob die Hypervisor, auf denen die VMs laufen, ob da das Interface entsprechend ausgelastet ist, also das Netzwerkinterface. Und ein Kunde oder quasi auch vielleicht ein Supportler möchte natürlich dann aber auch, oder auch ich, möchte wissen, was macht denn der Kunde dann tatsächlich in seinem virtuellen Netzwerk? Also wo entsteht der Traffic von einer VM zur nächsten? Durch welchen Router läuft das Ganze? Das sind so quasi die Sichten auf das Thema. Und es ist grundsätzlich anders. Also wir machen das, das zeige ich jetzt aber gleich. Wie erkläre ich das? Ihr als Monitoring-Profis, ihr wisst eigentlich ziemlich genau, dass man ein System erstmal verstehen muss, damit man es monitoren kann. Deswegen muss ich euch jetzt auch das ganze, den ganzen Stack ein bisschen erklären, damit ich die Idee erklären kann, warum wir das wie monitoren. Und auf der anderen Seite, das haben wir das Problem auch, man monitort ja auch Sachen, um das System auch besser zu verstehen. Also das sind ja quasi zwei Ansichten. Wir hatten auf jeden Fall dann eine Diskussion beim Essen, wie man es halt so macht, mit dem Team. Und da war dann quasi genau diese Herausforderung, haben darüber geredet, wie überwachen wir denn jetzt das ganze Zeug? Also was wir da jetzt gebaut haben, wie können wir das entsprechend überwachen und was interessiert uns? Und da hat dann mein Kollege Achim, der nicht genannt werden möchte, folgenden Spruch losgelassen: Naja, erstmal interessiert uns nichts, bis etwas nicht mehr geht. Und er wollte nicht genannt werden, weil er den irgendwie für nicht so ganz so clever hält. Also er wollte einen schlaueren Spruch auch nochmal irgendwie rezitiert werden. Aber der Spruch ist gar nicht so blöd, weil genau darum geht es ja. Also mich interessiert es eigentlich erstmal nicht, wird schon funktionieren, aber sobald irgendwas nicht mehr geht, dann brauche ich halt sämtliche Informationen, die ich kriegen kann. Das heißt, neben den API-Endpoints, also den offensichtlichen Monitoring-Sachen, also die API-Endpoints sind Neutron, keine Ahnung, Nova und so weiter, also die ganzen OpenStack-Endpunkte und auch das Service-Monitoring, ob halt ein Prozess da ist, also das ist alles Standard, also das setzt man quasi voraus. Und was wir dann eben brauchen, sind eigentlich nur Metriken. Also wir brauchen so viele Metriken, wie es nur irgendwie geht, weil wir selber noch gar nicht wissen, was alles kaputt gehen kann und wann uns die Metrik dann hoffentlich irgendwann mal darüber aufklärt, dass was dann nicht mehr so funktioniert. Genau. Das habe ich vorhin schon erklärt, das Underlay-Network und Overlay-Network, also diese zwei Schichten. Deswegen spaltet sich jetzt der Vortrag auch ein bisschen auf. Also ich erkläre jetzt oder versuche zu erklären, wie unser Underlay-Network aufgebaut ist. Und wie wir das monitoren, um dann das Overlay-Network nochmal zu erklären. Wir haben ein sogenanntes Leaf-and-Spine-Topologie bei uns im Rechenzentrum jetzt aufgebaut. Das ist alles neu. Auf diesen Spine-Switches, das ist Rückgrat sozusagen. Und unten drunter haben wir quasi Top-of-Rack-Switches, also das sind die sogenannten Leaf-Switches, wo dann auch tatsächlich dann die Hardware angeschlossen wird. Der Trick an dieser Topologie ist, dass man erstens in die Breite unglaublich gut skalieren kann. Also wenn ich jetzt quasi mehr Racks aufmachen muss, habe ich quasi entsprechend das Rückgrat schon gebildet. Und ich kann Bandbreiten relativ gut ergänzen, indem ich ein drittes Spine zum Beispiel mit dazu hänge, wenn mir eine anderen zwei nicht mehr funktionieren. Also die Theorie sagt, das Leaf muss mindestens an allen Spines quasi angeschlossen sein. Und ein Hauptpunkt ist, dass die Topologie ermöglicht, dass ich mich darauf verlassen kann, dass egal wie breit mein oder wie viele Racks ich am Ende habe, dass mein Sprung, also wie soll man sagen, mein Hop quasi von hier nach drüben, dass der immer gleichmäßig ist. Also ich habe immer maximal einen Hop dazwischen und dann bin ich quasi an meinem Ziel. Also ich kann mich auf eine gewisse Latenz entsprechend verlassen. Kennt das jemand? Sehr gut. Das freut mich. Wir machen da dann noch das Leaf Spine, das betreiben wir jetzt, noch ein wenig anders vielleicht, oder weiß ich auch nicht. Und zwar schaffen wir das Layer 2 mehr oder weniger ab. Wir routen in dieser Geschichte im Endeffekt alles. Also wir verwenden BGP.
BGP ist ja auch die Basis vom Internet, das funktioniert eigentlich sehr gut und sehr stabil, meistens. Aber dann ist es nicht das Problem von BGP, würde ich sagen. Und zwar machen wir das wie folgt, also die ganzen Switche, die werden jetzt auf einmal zu Routern, also die haben einen BGP-Daemon laufen und peeren am Ende mit den Netzwerkgeräten auf der anderen Seite. Wir machen dafür oder nutzen dafür BGP Unnumbered, das ist IPv6, also durch die Link-Local-Adresse von IPv6, die ich quasi eh schon habe. Die hat ja auch mein Nachbar, die finden sich auch schon. Da brauche ich quasi gar kein kompliziertes Transitnetz irgendwie erzeugen, sondern ich habe quasi meine IP-Verbindung schon da und ich muss eigentlich nur noch über den Daemon sagen, welche Netzwerke ich wo announcen möchte, also in dieser IP-Fabric. Das heißt, hier unten, das sind keine Router oder keine Switches, das sind Hosts, also das sind zum Beispiel unsere Ceph-Server oder Hypervisor. Die sind auch ein AS, also ein autonomes System mit einer privaten AS-Nummer und die machen auch nichts anderes. Also die peeren über IPv6 zu ihren angeschlossenen Nachbarn und announcen dann ihre eigene IP-Adresse, die auf Loopback gemountet ist oder konfiguriert ist, besser gesagt. Ich erkläre zu schnell, ich bin außer Atem. Nochmal. Die haben dann eine /32, also quasi meine IP-Adresse ist 10.77.2.1. /32 und dieses Netzwerk announce sich quasi hier oben rein in meine IP-Fabric und die IP-Fabric verteilt es natürlich dann. Also dann weiß jeder andere Server, ah ja, zu der Adresse geht es anscheinend über folgende Routen hier rein. Was auch ziemlich cool ist, ist, dass ich halt einen Traceroute bauen kann und ich sehe quasi, wo mein Datenverkehr langläuft. Was ich in so einem Layer 2 Spanning Tree schwierig, also für mich stellt sich zumindest schwierig heraus. Was soll ich noch sagen? Genau. Was auch cool ist, weil wir kein Spanning Tree verwenden, dass wir alle Links aktiv verwenden können. Also wir sind ja hier doppelt und redundant angeschlossen und wir können jeden Link aktiv verwenden, weil bei uns alle Routen gleich gewichtet sind und nutzen da ECMP, also das Equal Cost Multipathing, um alle Links entsprechend ausnutzen zu können. Das hier unten sind übrigens jeweils 10 GE und hier oben geht es nach 40 GE nach oben raus. Also da geht ein bisschen was. Wir haben, und das ist jetzt der Monitoring-Part wieder, das Coole ist, dass wir auf den Switchen als auch auf den Servern eigentlich überall Linux haben. Und das macht es für mich als Linux-Administrator unglaublich einfach, eine Routing-Tabelle mir zum Beispiel anzeigen zu lassen, weil ich mache halt IP-Route-Show und sehe das und muss nicht irgendwelche Juniper- oder Cisco-Commands da irgendwie eingeben, die ich jedes Mal wieder vergessen habe. Und immer dann, wenn ich sie brauche, ist irgendwie gerade Hektik angesagt und dann, naja, da weiß ich es eh nicht. Auf jeden Fall haben wir Linux komplett im Stack und alles sind x86-Prozessoren. Das heißt, die Switche hier oben auch, die laufen mit Cumulus Linux und das Coole ist, wir können da dann mit apt-install Isinga installieren und kollegd und andere Schabernack-Geschichten treiben. Das heißt, wir haben auch ein Puppet-Agent zum Beispiel auf den Switches drauf, der funktioniert wie auf einem Server eben auch und der Switch ist am Ende auch ein Server mit halt vielen Ports, also vielen Netzwerkkarten. Das ist eigentlich ziemlich cool. Im Monitoring machen wir dann Folgendes. Wir haben Isinga 2, also auf diesen Systemen drauf, also auf dem Host, also auch auf den Switchen. Und die überwachen ganz klassisch eben die Daemons, also FFR wäre der BGP-Daemon. Dass halt kollektiv läuft, dass halt irgendwie gewisse Netzwerkdienste einfach da sind. Wir überwachen auch die BGP-Peers, dass uns da quasi, wenn eine Verbindung irgendwie abreißt, dass wir das entsprechend sehen. Dann haben wir Collect-D. Mit Collect-D versuchen wir, wie angesprochen, die kompletten Metriken einfach zu sammeln. Das sind ganz klassisch Netlink-Metriken, also Interfaces, die Bits per Second, Packets per Second und auch Errors natürlich messen. Die Systemlast, also CPU, Memory, Disk, also auch ganz traditionell. Und ja, das haben wir schmerzhaft rausgefunden, die Physik, also quasi Signalstärke und Dämpfungswerte und solche Geschichten. Gerade als wir das Netzwerk aufgebaut haben, haben wir dauernd gedacht, wir haben das Netzwerk-Setup irgendwie verzogen und haben es einfach selber nicht mehr verstanden und am Ende war es einfach eine dreckige Leitung, die da quasi über eine längere Distanz einfach schmutzig war. Hätten wir den Wert gleich gehabt, dann wären wir vielleicht schneller drauf gekommen. Zudem haben wir dann NetFlow und S-Flow. Das sind, sollte auch, denke ich, für jeden oder für viele ein Begriff sein. Das sind auch Daemons, die entsprechende Samples aus dem Netzwerk-Traffic exportieren. In unserem Fall dann in Elastic. Also das heißt, jedes 10.000. Paket zum Beispiel wird gesampelt und wird dann quasi an Elastic geschickt.
Und Elastic wiederum kann mir dann mit Kibana halt entsprechende schöne Darstellungen zeigen. Das heißt, meine Top-Talker zum Beispiel, also wer macht den meisten Traffic, welche IP-Adresse ist das, und ich habe quasi bis Layer 7 alles drin, was ich analysieren kann. Ich habe Conversation Partners, das bedeutet, ich sehe von wo nach wo welcher Traffic läuft und ich kann entsprechend halt tief in die Traffic-Analyse da reingehen. Das ist ziemlich cool und das funktioniert fast alles out of the box mit Elastic und Kibana. Wem es bis jetzt noch nicht gereicht hat, jetzt kommt das Overlay Network. Ja, ich lasse es vielleicht mal kurz so stehen. Ich versuche es mal grob. Das Leaf Spine, was ich jetzt gerade erklärt habe, also das eigentliche Netzwerk, das ist jetzt hier unten, also das Underlay Network. Wir haben quasi hier unsere IP Fabric. Hier sind die Hypervisor Hosts. Und das hier sind, naja, Knoten, die gehen halt ins Internet, also Gateways am Ende. Und obendrauf, da virtualisieren wir jetzt Netzwerke. Das heißt, wir haben jetzt hier eine VM, die hat einen virtuellen Port. Genauso auch wie auf dem Hypervisor, die hat auch einen virtuellen Port. In dem Netzwerk hier oben, da kann sich irgendeine Topologie, genauso wie ich es jetzt auch gerade angelegt habe, ergeben. Die Topologie wird gespeichert hier in der Network State Database. Das ist am Ende ein Zookeeper. Und wenn jetzt einer, also eine VM, Traffic zum Beispiel, welchen nehmen wir denn? Ja, weiß ich auch nicht. Also zum Beispiel der hier, zu dem hier sprechen möchte, also die VM mit dem Port hier rüber, dann würde der Traffic quasi hier lang fließen und hier rauskommen. Also der wird dann quasi simuliert, das würde hier durch den Switch gehen, durch den Kundenrouter A, geht wieder zurück und dann auf die andere VM, was in echt passiert ist. Der Traffic wird hier erzeugt, also wo die virtuelle Maschine tatsächlich läuft. Da hockt ein Stück Software, das nennt sich Middleman, das greift sich das quasi ab. Simuliert das ganze Ding durch, also der kennt dieses Paket noch nicht, simuliert anhand der Topologie die Strecke durch, erlaubt auch den Traffic, also wenn eine Security Group oder sowas sagen würde, nee, geht nicht, dann würde das Paket entsprechend droppen und erstellt dann einen Flow, also einen Open-vSwitch-Flow, damit es dann kernelseitig für die nächsten Pakete entsprechend schneller läuft, der dann von hier nach da einen Tunnel aufbaut. Also wir haben, wie soll ich das sagen, das Paket, was da initial generiert wird, das wird so lange hin vergewaltigt und hin manipuliert, bis dann die VM, also da kommt ein entsprechender direkter Tunnel dann zustande und die VM denkt aber, das käme von der MAC-Adresse mit dem Router zum Beispiel. Also das ist, aber der findet gar nicht statt. Also der Router, der wird dort simuliert, wo der Traffic erzeugt wird. Sau cool, oder? Also ich finde es sau cool. Minonet. Das ist jetzt die Software-Defined Networking-Komponente obendrauf. Die besteht aus einem Minonet-Cluster. Das ist die API, das ist quasi die Control-Plane, wie ich sie vorhin versucht habe zu erklären. Dann der Middleman selber, der quasi die harte Arbeit macht, also die Simulation der Pakete und entsprechend die Flows erstellt. Und die Network State Database, die ja, meine Topologie speichert. Die müssen natürlich überwacht werden. Zookeeper, da gibt es entsprechende Plugins. Auch hier interessieren uns hauptsächlich Metriken, dass zum Beispiel Lese- und Schreiblatenz von dem Zookeeper-Cluster, also die Festplatten unten drunter, die Daten halten, das muss halt zackig gehen. Also sobald da irgendwas hängt, kann man sich vorstellen, hängt das Netzwerk. Also dann, das ist schon ein bisschen so ein kritischer Punkt, würde ich sagen, ein Wunderpunkt in der ganzen Infrastruktur. Aber der ist repliziert, also da sind quasi drei davon da, von diesen Zookeepern, und es sollte halten. Der Replikationsstatus ist deswegen auch wichtig, damit der überwacht wird. Und die Verbindungen von den Agents, also von den Middleman-Agents zu dieser Network State Database, also dass da die Verbindung nicht dauernd flappt, also dass er eine konstante Verbindung aufhalten kann, dass das Netzwerk an sich gesund ist und dass die Latenz auch dementsprechend, dass die Fragen entsprechend schnell wieder beantwortet werden. Der Middleman, also das Workhorse, wie man so schön sagt, der hat super viele Metriken, die er über JMX, also das ist ein Java/Scala geschriebenes Programm, die kann man alle über JMX abrufen, diese Metriken. Und zwar erklärt er mir zum Beispiel, wie viele Flows er erstellt, also wie viele Flows pro Sekunde erstellt werden, wie viele Errors es dabei gibt und so weiter. Bei der Packet Pipeline, da geht es darum, wenn ein Paket simuliert werden muss, wenn es noch keinen Flow gibt, wie schnell das Ganze am Ende vonstatten geht. In der Topologie, da kann man zum Beispiel messen, wie oft Middleman, also wenn ein Paket reinkommt, bevor er das dann simulieren muss, wie oft er in den Cache trifft,
damit er quasi nicht die Topologie jedes Mal neu ziehen muss. Also damit man einfach sieht, wie, ja, also man kann seinen Traffic halt damit analysieren. Und dann gibt es ganz klassisch noch eben die JVM-Werte, also Heap Size und so, also klassisch Java-Metriken und die CPU natürlich von dem Prozess, die auch entsprechend kritisch ist, weil sobald der halt langsam ist, ist das Netzwerk langsam. Events. Events sind, Events, wie beschreibt man Events? Sind einfach Ereignisse, die sich immer geben, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Port löscht, also eine VM erstellt, ein Interface löscht, wenn jemand eine BGP-Session abreißen lässt, also auch eine virtuelle BGP-Session oder Topologieänderungen in irgendeiner Form. Also wenn ein Kunde bei uns einen neuen Router anlegen würde, einen Switch löscht oder was auch immer, dann verändert sich ja die Topologie und diese Events werden entsprechend gelockt. Und die Logs haben wir dann auch in Elastic. Genauso auch Security Groups ist auch relativ interessant eigentlich, weil wenn man sich vorstellt, man hat eine Security Group, die erlaubt Port 80 auf der VM, und plötzlich geht Check HTTP irgendwo ein Alarm los und man fragt sich, warum ist das eigentlich? Also geht doch alles. Dann kommt man anhand dem Event relativ schnell drauf, naja, da hat jemand die Security Group halt gelöscht und deswegen wird der Traffic entsprechend gedroppt. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und was wir versuchen, das haben wir noch nicht, dass wir über Grafana die Metriken haben, also im Grafana-Dashboard und mit Annotations heißt es, glaube ich, also, oder sind das Annotations? Weiß man nicht. Danke. Das sind quasi dann so Linien, die dann quasi das Event nochmal einblenden. Also da können wir quasi zu einem entsprechenden Metrik, also Bandbreite, Traffic so und so auf einem Interface, können wir dann uns eine Linie einzeigen lassen, die dann darstellt, ja, da wurde aber die Security Group gerade geändert. Hilft uns beim Fehlersuchen. So, wer jetzt da zugehört hat und mitgedacht hat, also der aufmerksame Zuhörer, der überlegt sich jetzt, naja, das ist ja alles schön und gut. Ich habe ein riesen Netzwerk, ich kriege Metriken, alles Mögliche, aber wie analysiere ich jetzt quasi nur einen spezifischen Teil? Also nur das virtuelle Netzwerk von der Sicht des Kundens zum Beispiel oder aus der Sicht des Kundens. Dafür haben wir ein Isinger Web 2-Modul geschrieben. Das ist aktuell noch ein Proof of Concept, also das ist noch nichts ganz Spruchreifes, ich zeige es aber trotzdem gleich. Das zieht die Netzwerktopologie entsprechend an. Das holt sich, also das erkläre ich gleich nochmal, und stellt dann entsprechend auch eine Topologie dar. Also das sind hier halt Netzwerke mit Routern dazwischen und VMs angehängt und kann dann entsprechend, wenn er die Topologie erkannt hat, eine Live-Ansicht darstellen, um die Netzwerkbandbreite beziehungsweise den Traffic-Fluss darstellen, wo welcher Traffic langläuft. Nochmal ein bisschen kompliziertere Folie, aber die ist gar nicht so schlimm. Hier oben habe ich meine Hypervisor. Das sind meine Virtual Maschinen, also aus dem roten Bereich. Und ich habe jetzt hier quasi mein Network, mein Router, meine Firewall. Das ist, hat den Grund, weil mein Router entsteht ja dort oder wird dort simuliert, wo der Traffic generiert wird. Also würde mir der Hypervisor 2 für den Router entsprechende Metriken geben, als auch der Hypervisor 1. Diese Metriken, die kann ich mir abrufen über einen MN Scraper. Das ist ähnlich wie bei dem Herrn von Consul, wenn das jemand gesehen hat, um seine Prometheus-Daten abzurufen. Das funktioniert eigentlich identisch. Der zieht sich quasi die ganzen Werte ab. Das sind auch über JMX exponierte Werte und stellt es dann als zum HTTP-Abruf zur Verfügung. Das heißt, dieser MN Scraper to Grapher, das ist jetzt was von uns selber geschrieben ist, das greift auf diesen MN Scraper zu, zieht sich quasi die kompletten Metriken, parst die, aggregiert die und pumpt das ganze Zeug dann in Graphite, also in den Time Series Database. Und das Isinger Web 2-Modul am Ende, das fragt bei OpenStack Neutron, das ist die Netzwerkkomponente, die auch die Topologie kennt, ruft sich quasi die Interfaces ab, stellt die Topologie dar und weiß dann ja die UUIDs der einzelnen Interfaces, die dann hier wiederum als Metrik in der Time Series Database sind und kann die abfragen. Ich glaube, ich habe es komplizierter gemacht, als es ist. So, jetzt hängt irgendwas. Oh nee. Ah ja. Eine kurze Demo. Kann man das einigermaßen sehen? Also wir haben hier dieses angesprochene Isinger Web OpenStack Modul. Ich weiß nicht, ob das am Ende dann auch OpenStack heißen wird. Keine Ahnung, es gibt keinen Namen.
Man kann hier seine Credentials angeben, also seinen OpenStack-User, über den dann die Topologie empfangen wird. Und ich kann jetzt hier mir quasi Topologie anzeigen lassen. Man sieht jetzt hier zum Beispiel die VM hier, die OSMC, die habe ich ja vorhin erzeugt. Also die ist jetzt quasi eine echte Ansicht. Dieses OSMC-Network hier, das ist genauso erzeugt, dieser Router ist erzeugt und auch die Verbindung hier zu dieser VM. Und was ich vorhin gemacht habe, ist, ich habe Traffic von hier zur OSMC-VM mit dem IPERF quasi geschoben. Also das war die 192, 168, 105, wer sich noch erinnern kann. Genau, jetzt kann ich hier über den Show-Traffic-Button hier oben mir den Traffic-Fluss dann anzeigen lassen. Und dann sehe ich, auf welchem Interface wie viel Traffic gerade generiert wird und auch entsprechende Live-Ansicht, die halt jedes Mal Graphite abgrast, abfragt und die entsprechenden Werte dann optisch darstellt. Das ist ziemlich cool, ich muss aber ehrlich sein, hier oben, Random Traffic, das machen wir, also sonst würden wir nämlich jetzt hier die Strecke leuchten sehen. Ne? Also IPERF-Strecke, die wir vorhin gemacht haben, jetzt leuchtet halt alles und blinkt ein bisschen. Das ist für die Demo viel cooler, wie eine konstante Linie, aber man kann sich in etwa, denke ich, vorstellen, was damit gemeint ist. Genau, und was ich auch noch zeigen möchte ist, wenn ich das Ganze jetzt wieder aufräume, auch das dauert einen kurzen Moment. Also ich lösche jetzt quasi meine Sachen, die ich jetzt gerade vorhin angelegt habe, die lösche ich jetzt alle wieder raus. Dazu muss jetzt Terraform erstmal nachfragen an der API, wie denn der Zustand tatsächlich überhaupt ist und schafft dann einen neuen Sollzustand und führt den dann entsprechend durch. Das dauert einen kurzen Moment. Bin gleich fertig. Ich muss nur warten, weil der fragt mich jetzt nochmal nach einem Yes und das muss ich eintippen, sonst geht es nicht weiter. Ja, dauert schon ein bisschen verdächtig lang. Ich kann ja schon mal erklären, was jetzt dann passieren würde. Sobald ich dann Yes gedrückt habe, dann baut er entsprechend die Topologie wieder weg. Und in meiner Isinger Web-Ansicht hier würde das auch, ja, alle 10 Sekunden wird da gerade die Topologie quasi neu abgegrast. Dann fällt es jetzt auch in sich wieder zusammen. Also ich würde es gern zeigen. Aber es tut nicht. Aha, jetzt weiß ich auch warum. Ja, jetzt vorhin habe ich noch über den Bernd gelacht, ne? Jetzt habe ich das gleiche Problem. Aber ich bin, glaube ich, ähnlich hartnäckig, also das kriegen wir früher oder später durch. Also das gleiche Spielchen nochmal, jetzt komme ich wahrscheinlich auch auf meine interne IP hier, also das war jetzt das Problem, dass ich quasi jetzt nicht gegen unseren Isinger Master gegen die API gekommen bin und dann einen recht langen Timeout jetzt eben hatte. Jetzt schauen wir nochmal, ob das jetzt schneller wird. Ich bin mir sicher, dass es jetzt klappt. Aha. Das Schlimme ist, wenn man hier vorne steht und auf so ein Ereignis jetzt wartet, dann sind 10 Sekunden einfach unglaublich lange. Und bis sich da irgendwie was bewegt und alle warten auch und sind gespannt, es tut sich nichts mehr. Vorhin hat er noch geredet wie ein Maschinengewehr und jetzt ist dann Pause. Ne? Aber ich möchte es trotzdem gerne zeigen, weil es eigentlich wirklich ganz cool ist, auch wenn der Effekt nicht ganz so, naja, wie soll man sagen, ach, hervorragend. Kann man das lesen? Also die roten Einträge hier, die werden jetzt quasi alle wieder gelöscht. Also meine Ressourcen gehen jetzt raus. Und schon fängt er an. Hier als erstes hat jetzt Isinger angefangen zu destroyen. Da gehe ich mal schnell hier rüber. Weil da müsste, genau, da scheppert es auch schon. Also der Host ist jetzt quasi weg. Und in dem anderen Tab, da müsste man jetzt sehen, wie jetzt hier oben zum Beispiel diese VM hier, ich mache mal das Ding hier raus, wie diese VM, ah ja, jetzt ist sie auch schon fort, die hat es gerade zerrissen.
Und jetzt müsste sich quasi das grüne Netzwerk am Ende noch verabschieden. Hier der OSMC-Router, der hatte, wer sich es noch merken konnte, hier noch eine gelbe Verbindung, die ist jetzt auch schon fort. Also das ganze Ding fällt sich jetzt, also fällt wieder in sich zusammen und mein ganzes Projekt, meine virtuelle Infrastruktur, die verschwindet jetzt auch wieder. Und Isinga, also mein Monitoring, ja, reagiert halt entsprechend auf diese flexiblen Zustände. Still destroying. Dauert halt. Das ist am Ende die OpenStack-API, die da langsam ist. Also da kann ich jetzt nicht irgendwie auf Isinga irgendwas schieben, sondern Isinga ist da wirklich schnell und grast die Informationen super schnell ab. Das dauert halt so lange, bis halt da OpenStack am Ende die Ressourcen tatsächlich gelöscht hat. Wo sind wir jetzt? Still destroying. Der Router ist jetzt auch weg. Also der ist jetzt auch gerade schon verschwunden. Und jetzt zu guter Letzt würde halt das grüne Netzwerk auch noch verschwinden. Aber daher ich ein bisschen knapp in Zeit bin, ich denke, ihr glaubt mir, dass das funktioniert. Es ist wie gesagt ein Proof of Concept. Was wir machen wollen, ist, dass wir die Darstellung optimieren. Das war jetzt ja noch nicht so super hübsch irgendwie. Also da kann man sicherlich noch einiges verbessern. Gerade wenn man komplizierte Netzwerke hat. Lennart hat zum Beispiel auf Basis unserer OpenStack-Umgebung einen Workshop gehalten und hatte irgendwie so ein virtuelles Netzwerk für alle seine Teilnehmer irgendwie gebaut. Ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat. Aber es sah schwierig aus und sobald wir das in das Isinga-Webmodul reingeladen haben, dann ja, war es halt ein wenig zu viel. Da war die Darstellung nicht ganz okay. Also das wird man anfassen wollen. Historische Graphen, dass man auf dem Interface draufdrückt und dann entweder per Hover oder per Link zu Grafana, zu den historischen gesammelten Werten eben kommt und dass man eben seine Time-Series-Database entsprechend konfigurieren kann. Ob es jetzt mehrere geben muss, keine Ahnung, ist jetzt wirklich auch nur ins Blaue geredet, aber dass man zumindest sagen kann, wo seine Metriken am Ende landen. Und was super wichtig ist, sind die Geschwindigkeit der Datenpunkte. Also das ganze Ding ist nur so gut, wie schnell auch die Time-Series am Ende reagiert und wie schnell die Metriken geliefert werden. Also wenn ich alle 10 Sekunden da refreshe und einen neuen Zustand sehen möchte, brauche ich natürlich auch alle 10 Sekunden Datensätze oder Werte. Was wir hier sammeln in unserer Umgebung aktuell sind, ich bin mir nicht sicher, zwischen 150.000 und 200.000 Datenpunkte, die wir pro Abruf abholen. Also das sind quasi die ganzen virtuellen Ports und die müssen halt dann entsprechend relativ schnell in Graphite geschrieben werden. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ah ja, und die 200.000 Datensätze oder Datenpunkte, wir haben noch nicht so viele in unserer neuen OpenStack, die ist noch ziemlich neu, also das sollte noch größer werden, hoffe ich zumindest. Fazit, dann bin ich auch am Ende. SDN sind super cool, ich glaube, das habe ich bewiesen. Man hat starre und flexible Komponenten beim Monitoring, also quasi einmal die festen Komponenten eben, die man ja, traditionell mit SNMP, wie halt eben mit einem entsprechenden Agent auf dem Linux-Switch monitoren kann und man hat die flexiblen Komponenten, auf die man entsprechend anders reagieren muss. Man sammelt hauptsächlich Metriken, würde ich sagen, und das Schwierigste dabei ist, eine ordentliche Visualisierung der ganzen Metriken irgendwie zu finden. Also was interessiert mich, wie baue ich Dashboards auf, das sind wir aber selber auch noch in der Findung, was da geeignet ist. In diesem Sinne, vielen Dank für die Teilnahme, fürs Zuhören und falls noch Fragen sind, ich bin entweder jetzt noch, vielleicht für ein paar Minuten da vor Mittagessen und ansonsten dann am Stand, den hat man vielleicht auch schon gesehen, wenn mich jemand noch fragen möchte oder löchern möchte zu dem Setup. Würde mich freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wo sind die Fragen? Keine Fragen? Ich könnte jetzt auch abfragen. Dann von mir, auch wenn ich es vielleicht im kurzen Dienstweg erklären könnte, ja. Aber für den Middleman habt ihr da irgendwie eigene Plugins oder ist das nur Dienstüberwachen? Oder? Das ist alles JMX. Also der, wir überprüfen, ob der Prozess an sich läuft. Der ist aber da, sonst sind die ganzen Hosts offline, also die ganzen VMs, die da laufen würden. Und ansonsten grasen wir alles über JMX entsprechend ab. Danke nochmal. Oh.